Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück hier auf der Ostseite des Flusses in Martinez. Wir haben in der letzten Folge das Rätsel von Suno in der Kirche gelöst, von der Verschlingerin der Stille in der Kirche. Beziehungsweise wir haben es noch nicht gelöst und deshalb sind wir jetzt wieder hier bei den Disco-Freaks. Die dürfen nämlich jetzt mit der Erlaubnis der Forscherin in die Kirche einziehen, wenn sie der Forscherin dafür ihre Musikanlage zur Verfügung stellen. Also gehen wir ins Zelt. Zu André und seinen Disco-Freaks. Da sind sie, die Jungs. Nette Kerle. Hi mal wieder. Also, wie läuft's so? Ihm ist die Spannung anzumerken. Seine Haarspitzen sind spitz und weiß. Die Bleiche hat die auf dem Spiegel vor ihm liegende Zahnbürste praktisch komplett zerfressen. Ah, ich bin hier, um mich nochmal über die Kirche zu unterhalten. Und was ist los? Gute Neuigkeiten. Ich hab's geschafft, Sona zu überzeugen. Sie hat nichts dagegen, dass ihr einzieht, jedoch unter einer Bedingung. Sie benötigt eure Lautsprecher für ihr Projekt. Der Speedfreak lächelt, glücklicher als je zuvor. Hey, wir sind dir wirklich dankbar, Gesetzeshüter. Du bist das Omen einer neuen Ära anodischer Dance-Musik. Ihr werdet den Raum einige Wochen lang teilen müssen, bis sie mit ihrer Forschung fertig ist. Ja, geht in Ordnung. Ah, wir kommen schon klar. Er grinst aufgeregt. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Wir wissen das zu schätzen. Er grinst. Es wird etwas dauern, bis wir unser Zeug nach drinnen gebracht haben. Ein paar Stunden vielleicht. Komm einfach später nochmal vorbei. André winkt den anderen Speedfreaks zu. Legen wir los! Ich verlasse das Zelt. Ich finde, das ist der perfekte Augenblick, um nochmal mit Acel zu reden. Das Zelt ist weg. Cool. Oh, Acel ist auch weg. Die sind jetzt wahrscheinlich alle in der Kirche. Ich bin jetzt gespannt, wie es drinnen aussieht. Na, geil. Neue Beleuchtung. Sehr cool. Ja, der DJ, wie geil. Großartig. Gleichzeichen, Gleichzeichen, falsch, Klammer zu, Gleichzeichen, Gleichzeichen, wahr. Ach so, das ist sie. Yes. What is it? Ja, was ist? Ah, wie läuft das Projekt? Wie ich sehe, sind die Nachbarn eingezogen. Aber ich höre nichts als anodische Dance-Musik. Was? Sie lehnt sich näher heran. Ihre zusammengekniffenen Augen drücken Ratlosigkeit aus. Was haben Sie gesagt? Durch den hämmernden Bass der anodischen Dance-Musik kannst du sie kaum verstehen. Ich sagte, wie läuft das Projekt? Ich kann sie nicht hören! Ruft sie und zeigt dabei auf den gewaltigen Lautsprecher, aus dem die Musik dröhnt. Die Musik ist zu laut! Soll ich es nochmal probieren? Das Projekt! Wie läuft es? Oh, das Projekt! Ihr huscht kurz ein Lächeln über das Gesicht, bevor sie auf übertriebene Weise den Kopf schüttelt. Es läuft nicht gut! Wieso? Dieser Typ da! Sie deutet auf Eierkopf, der hinter seinem Drehteller auf einer hell beleuchteten Bühne raved. Er muss ein 3,5mm Kabel in den Hilfseingang stecken, damit ich das Tonsignal... Achso, er muss ein 3,5mm Kabel in den Hilfseingang stecken, damit ich das Tonsignal über den Mixer an die Lautsprecher senden kann. Warum fragen Sie ihn nicht einfach? Ich werde mit ihm sprechen, mal sehen, was sich machen lässt. Danke! Vielleicht dringen Sie ja durch seine magischen Rhymes zu ihm durch. Sie wedelt mit den Händen, um ihn nachzuahmen. Achso, ich werde mal mit ihm sprechen, das habe ich gesagt. Ich dachte, das hätte sie gesagt. Verzeihung. Lassen Sie mich wissen, wie es gelaufen ist! Nun gut, versuchen wir mal mit ihm zu reden.
Ein junger Mann mit wasserstoffblonden Haaren steht hinter einem Mixer und nickt im Rhythmus der Musik. Mit einem vielsagenden Lächeln sieht er dich an und sagt: Als ob ihr beide in ein unglaublich religiöses Geheimnis eingeweiht wärt. Hardcore! Hardcore! Ich sage nichts. Hardcore! Hardcore! Ich sage immer noch nichts. Hardcore ist mega! Megamäßig! Hardcore! Alles klar! Here comes the night. Hier kommt die Nacht! Wunderbar! Ob es wohl einen richtigen Weg gab, der aus diesem Garten der Weggabelungen hinausgeführt hätte? Löse das Eierkopfrätsel. Ich könnte ja einfach mal meinen Ghetto-Blaster auf die Schulter nehmen. Wo ist denn der eigentlich? Ich kann ihm auch die Waffe unter das Kinn halten. Da ist er. So, Wein in die Hand, Ghetto Blaster auf dem Kopf, jetzt muss er mich doch verstehen. Der junge Mann hinter dem Mixer nimmt zur Kenntnis, dass du zurück bist. Wenn er dich ansieht, kneift er die Augen zusammen, als ob du die untergehende Sonne wärst. This is hardcore. Das ist Hardcore! Ist es das? It's hardcore. Es ist Hardcore! Ja, du sagst nur immer wieder, dass es Hardcore ist, sehe ich das richtig? Skibbadi, Skibbadia, ich bin der Umsortierer! Darauf hat dich deine Polizeiausbildung nicht vorbereitet. Was machst du jetzt? Ich versuche einfach mal die ganze Zeit gar nichts zu sagen. Back to the heavyweight. Hardcore! Hardcore! Hardcore to the mega! Internally coherent. All core. All right. Yeah. Er runzelt die Stirn, während sein übergroßer Kopf die erhabene, unsichtbare Bewegung der Musik in der klaren Luft der Kirche nachempfindet. Hardcore. Ah. Er schreit qualvoll und übertönt den eher schwachen Beat darunter, der offensichtlich nicht wirklich Hardcore ist. So, Hardcore. Es ist das wirklich? Er hört abrupt auf, sich zu bewegen und neigt den Kopf zur Seite. Na, genau das habe ich eben auch gedacht. Zwei auf einer Wellenlänge. Es gibt keine andere Welt. Es gibt kein anderes Leben. Okay. Versuchen wir das nochmal. Hardcore is internally coherent. All core. All right. Yeah. Hardcore. Ah. Is it though? Ist es. But is it? I mean, aber ist es das auch? Ich meine, wirklich. Wie eine Eule neigt er seinen Kopf zur anderen Seite. Wahrscheinlich solltest du mit dem ultimativen Schwachsinn antworten, damit es so richtig überweltlich wird. Aber so schwachsinnig bist du noch nicht. Also weißt du nicht, was du sagen sollst. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Under the radar, over the top. Unter dem Radar und ganz nach oben. Das ist ja Wahnsinn. Wie kann ich dem vernünftig antworten? Vielleicht kann ich das aus jemand anderem herausholen, was ich dem antworten kann. Ja, alles fertig, Mann. Stell dir mal 1000 Menschen hier drin vor. Vielleicht sogar 10.000? Er wedelt in einer unglaublich langweiligen, überhaupt nicht hardcore-mäßigen Art und Weise mit der Hand. Ekstatische Vibrationen, überweltlich bis zum geht nicht mehr. Und ich habe sogar den neuen Kompressor eingerichtet. Er blickt auf den imposanten schwarzen Kasten in der Ecke, aus dem der Sound dröhnt. Jetzt müssen wir den Club nur noch einen Namen gegeben. Willst du das übernehmen, Detective?
Hm. Eierkopf, du musst eine Menge Ideen haben. Jakota! Der Freak mit dem großen Kopf schreit von der Bühne aus und wedelt mit den Händen in der Luft herum. Jakota, das Gelbe vom Ei! Jakota, die Zone der ökologischen Katastrophe? Das ist zu makaber, Ei. Sonst noch ein Vorschlag? Hardcore! Ein geistloses, siegreiches Lächeln ziert sein Gesicht. Megamäßig Hardcore! Nein, wir brauchen etwas, das größer ist als Hardcore. André wirkt besorgt, als er zu dieser Erkenntnis gelangt. Ja, es muss sogar größer sein als megamäßig Hardcore. Mehr als die Szene. Hm, welchen Namen schlägst du vor, André? Der Name. Er scheint intensiv zu grübeln, während er sich mit einer Hand ins Haar fasst. Alles, was mir einfällt, hört sich einfach falsch an. André denkt zu viel darüber nach, sagt die junge Frau mit dem Mikrofon. Ja, du solltest das machen, Detective. Der Speedfreak mit den gelben Perlen um den Hals sieht dich an. Das wäre gut für die Sinusse. Neut hat recht. Das uns so sehr geholfen hat. Du hast uns so sehr geholfen, dass es das Richtige wäre. Marcel, was wäre dein Namensvorschlag? Wie wär's mit etwas Schlichtem wie der Club? Zu modern! André schüttelt seinen Stachelkopf. Und zu ironisch. Wir wollen keine Ironie, wir wollen Echtheit. Echt und wahr und schön, wie der Morgen nach einem Rave. Neut, deine Meinung zum Thema? Amnesie. Du meinst wie die Ich kann mich nicht an den Namen vom Club erinnern, Amnesie? Amnesie! Amnesie geht nicht, Leute. Sona, haben Sie eine Meinung dazu? Nein, habe ich nicht. Gut, wir haben ohnehin zu viele Meinungen. Kim, wie würden Sie den Club nennen? Ich würde gar nichts. Ich würde weder einen Club eröffnen, noch ihm einen Namen geben. Ein Untergrundclub ohne Namen? Das könnte direkt vom Krabbenmann stammen. Wir nehmen nichts, was der Krabbenmann sagen würde. Wieso nicht? Der Krabbenmann hat Ideen, Marcel. Ideen aus einer anderen Bewusstseinsstufe. Ist mir egal. Ich mag den Krabbenmann nicht und ich mag seine Ideen nicht. Seine Ideen sind schaurig. Der nächste, bitte. Okay. Ich glaube, ich habe einen Namen gefunden. Wirklich? André hört auf, an seinem Haar zu fummeln. Und wie lautet der Name? Kein Pakt mit den Furien. Revachol West Disco Elysium. Naja, komm, wenn schon, denn schon, oder? Disco Elysium. Elysium? Wie das dolorisianische Wort für die Welt? Aber Disco Elysium, sie scheint sich nicht sicher zu sein. Ist das nicht etwas exzentrisch? Disco ist schon längst nicht mehr aktuell, stimmt's? Lange vergessen. Die Vergangenheit ist die Zukunft, doch die Zukunft ist tot. Nein. Nein, er ist wunderschön. Wunderschön und gewagt. Genau wonach wir suchen. Und kurz und einprägsam. Yes, Stufe aufgestiegen. Dann wäre das also abgemachte Sache. Willkommen im Disco Elysium. Ein Lichtstrahl färbt die Tanzfläche violett-blau. André bricht in wilde, tanzähnliche Bewegungen aus, um den neuen Namen zu feiern. Jemand dreht den Beat auf. Du solltest dich davon mittragen lassen. Das Erlebnis teilen. Ich beginne mit dem Fuß zu wippen. Fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig an. Aber was ist das? Was bitte stellt André damit seinen Gliedmaßen an? Ich beobachte seine Bewegungen. Was machst du da, André? Ich tanze. Er legt eine weitere Reihe seltsamer Moves hin, doch das Ganze sieht weder cool noch modern aus. Ehrlich gesagt, wirkt es ziemlich langweilig. Dieser Softcore-Hüftschwung soll ein Tanz sein? Wir sollten darüber reden. Wir sollten über deinen sogenannten Tanz reden. Aber gerne, Mann. Vor Freude springt er auf und ab. Seine Bewegungen werden durch das Stroboskop in ihre Einzelteile zerlegt. Reden?
Was gibt es denn da zu reden, wenn du dich mit Tanz ausdrücken kannst? Ich wollte dich fragen, was es mit seinen Haaren auf sich hat. Damit verleihe ich meiner Individualität Ausdruck. Ist das etwa eine kahle Stelle? Bei den zusammengekleisterten Stacheln ist das schwer zu sagen, aber es scheint, als wäre das der Beginn einer Glatze. Ich verstehe. Er besieht sich die zerschmolzene Zahnbürste. Vielleicht war es ja eine schlechte Idee, aber... naja. Was ist mit Eierkopf los? Ich will mit ihm sprechen. Er ist ein ruhiger Mann, der hauptsächlich über die Musik kommuniziert. Er ist jedoch ein hervorragender Master of Ceremonies. Wie kommunizierst du mit ihm? Naja, er zuckt mit den Schultern. Er ist einfach hier. Ich weiß nicht wirklich, wie man mit ihm kommuniziert. Hast du jemals richtig mit ihm geredet? Ja, manchmal, wenn ich irgendwie in sein Zentrum hineinstolpere. Dazu muss man jedoch erst eine Menge megamäßigen Hardcore gehört haben. Der Mann lächelt geheimnisvoll. Er lässt den Beat für sich sprechen. Beherrschung. Du tanzt einfach. Ja komm, 3%, was kann schiefgehen, oder? Alles. Und dann auch noch die Doppel-1. Ja geil, bei 3%, jetzt sind wir die Doppel-1 zum Glück hoffentlich wieder ein bisschen los. Du schließt deine Augen und erträumst dir die Formen, zu denen sich dein Körper verbiegen sollte, um diese merkwürdige Musik zum Leben zu erwecken. Im Moment geht dir eine solche Ausdrucksstärke noch ab. Aber stell dir nur vor, was für Verrenkungen du zu dieser Musik abziehen könntest. Moral zurückgewonnen, wow. Der bloße Gedanke zaubert dir ein Grinsen aufs Gesicht. Selbst eine fehlgeschlagene Würfelprobe haucht dir wieder Leben ein und repariert einen Teil der Schäden, die durch vormals verlorene Schlachten entstanden sind. Wenn du jetzt so richtig aufdrehst und krass abtanzt, wer weiß, was dann passieren wird. Erlösung. Elysium. Na gut, versuchen wir ihn nochmal mit Disco Elysium zu überzeugen. Wir sind nah dran, sagt der junge Mann, der hinter dem Mixer steht und reckt seine Faust in die Luft. Aus seiner silbernen Gürtelschnalle sprießen lungenförmige Bäume. True, hard, full, core. Hardcore. Hardcore to the mega. Internally coherent. All core, all right, yeah. Na gut, versuchen wir das nochmal. Hardcore! Ah! So, Hardcore! Ist es das wirklich? Er hört abrupt auf, sich zu bewegen und neigt den Kopf zur Seite. Ist es. Aber ist es das auch? Ich meine wirklich. Wie eine Eule neigt er seinen Kopf zur anderen Seite. Ey, wieso scheiße? Ich kann doch jetzt Disco Elysium sagen, oder nicht? Hardcore Elysium, irgendwas in die Richtung. Komm schon. Das ist so obereindeutig Scooter, der da spricht. Naja gut, dann kann ich dieses Rätsel hier wohl noch nicht lösen, hm? Ich könnte Beherrschung verbessern und einfach nochmal versuchen zu tanzen. Ja, wir könnten Beherrschung sowieso mal verbessern, finde ich. Zack. Versuchen wir nochmal zu tanzen. Oh, hey, man. It's good to see you. Immer noch 3%. Na. But just imagine the moves you could pull to this futuristic beat. Gut, dann haben wir hier erstmal nichts mehr zu tun, ihr Lieben. Ich gehe nochmal kurz nach draußen und schaue nochmal ins Journal, was jetzt noch gemacht werden kann. Aber bevor ich das tue, ihr Lieben, werde ich hier genau an dieser Stelle wieder eine kleine Pause einlegen und Tschüss sagen. Bleibt gesund. Lasst einen kurzen Daumen da, das würde mich freuen, das verbreitet meine Videos. Vielen herzlichen Dank. Ciao.